So, im November haben wir unsere Bäume reingesetzt auf den Acker. Sind mit die Bäume angefangen? Sind mit die Bäume angefangen und im November war es noch relativ schön. Seht ihr auch im Video, war ein richtig schöner Herbsttag. Sonne war noch draußen, das bedeutet... Die Erde ist schön warm, da kann man eigentlich Bäume setzen. Da kann man gut Bäume setzen, genau. Es ist noch nicht zu kalt, es ist noch nichts gefroren. Und das Wetter hat an dem Tag halt wirklich auch genau gepasst. Und das zeigen wir euch jetzt. Let's go! Das gute Stück. Wie nennt sich das Grundstück? Tagwerk. Warum denn Tagwerk? Naja, früher, da hat ein Landwirt nicht unbedingt den größten Traktor gehabt wie heute, sondern er hatte Vieh. Und Tagwerk heißt es deshalb, weil er mit einem Vieh von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dieses Feld bearbeiten konnte. Früher, da war da zum Beispiel Mais oder Rüben drauf. Die wurden da angebaut. Dann lag es jahrelang brach und wir haben uns vom Großvater nun wieder übernommen. Und wir als Projektfluencer, wir haben uns gedacht, es ist wirklich jetzt Zeit, eben diesen Acker wieder zu bewirtschaften. Und so haben wir an einem warmen Novembertag, wie schon am Anfang erwähnt, Apfelbäume eingesetzt, dass die nächste Generation eben auch noch einfach was davon hat. Außerdem müssen wir sagen, dass der Acker schon wirklich gut liegt. Also die Nähe zum Wasser und der gute, nährstoffhaltige Boden, die sorgen eben auch wirklich dafür, dass die Bäume wachsen und gedeihen können. So. Bevor wir loslegen, da müssen erstmal die groben Steine aus dem Boden. Und glaubt mir Leute, wir haben da wirklich Flaschen gefunden und Dosen. Also einfach die Sachen, die nach dem Pflügen ans Tageslicht gekommen sind. Da sind wir einmal grob über den Acker gelaufen und haben die in die Pritsche rein. Das von dem Dreck hielt sich aber eigentlich ganz gut in Grenzen und die Vorarbeit war dadurch eben schnell erledigt. So, das letzte Stück von dem Acker, das wird dann in Zukunft ein Selbstversorgergarten werden. Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Ich sag nur so viel. Wirklich viel Gemüse. Und zwar wirklich traditionelles Feldgemüse, so wie es wie Kohl oder auch Kartoffeln zum Beispiel. Ja, bevor wir die Bäume einsetzen, da messen wir erstmal deren Lage nochmal ein. Die Bäume setzen wir in einem Abstand von 10 Metern in den Boden, sowohl nebeneinander als auch voreinander, damit sie später eben ihre großen Kronen auch richtig ausbilden können und sich nicht dabei in die Quere kommen. Außerdem wird dann halt eben markiert. Und danach kommt auch schon der Erdbohrer zum Einsatz. Bitte schön, Erklärung Erdbohrer. Tag Leute. Moin Leute. Moin. Wir zeigen euch heute mal, dass wir ja bekannterweise an Stilomania erkrankt sind. In der Ursprungsform, die Stilomanie. Die Stilomanie, also sie ist eigentlich nicht heilbar. Scheiße, wir haben sie im Blut. Wir haben sie im Blut, Leute. Das ist eine ganz schlimme Sammelkrankheit. Ja, sie müssen wirklich leisten und dann kommt nämlich auch so ein Zeug bei rum. War nur dieser da, klick, kaputt. Und nach fest kommt ab. Und das ist wirklich dabei übrig geblieben. Beim Schrauben rausdrehen an dieser Maschine darf sowas nicht passieren. Zu dem Thema Erdbohrer. Der Erdbohrer ist bei uns seit knapp 5 Jahren im Einsatz und wie gesagt, mit Einsatz meine ich wirklich Einsatz. Kurz muss ich ausholen, ein Kumpel von mir hat gesagt, warum willst du das Ding denn kaufen? Leih dir doch einen aus. Ich habe den dann mal getroffen und du weißt noch, da kam dann die Frage, na, wie viele Löcher habt ihr gebohrt? Ja, wie viele Löcher habt ihr denn gebohrt mit dem Ding? Zwischenzeitlich sind es roundabout irgendwas um die 10.000 geworden. Ja. Ja, um den geht's heute, weil den haben wir auch am Einsatz gehabt, wie wir unsere Apfelbäume gepflanzt haben. Genau, das habt ihr dann auf den Videos gesehen. Da haben wir Löcher mit diesem Bohrer vorgebohrt, dass wir es dann später ein bisschen einfacher hatten, das Loch noch dann mit dem Spaten auszuheben. Also wir haben, auch da werde ich nochmal auf die Firma Stiel zu gehen, das ist echt eine Schwachstelle an diesem Teil. An dem Gerät ist ja hier so eine
so ein Bremsknüppel dran. Ich versuche das mal hier so ein bisschen zu zeigen. Ja, mit der Zeit hält er irgendwann nicht mehr, dieser Gummiknüppel hier, und rutscht dann aus seiner Befestigung raus. Ja, der Knüppel dient ja dazu, dass wenn der Bohrer hakt im Stein, dann soll der sich am Oberschenkel abstützen, ihn ausschalten, dann geht wirklich eine Kupplung raus und damit ist der Bohrer außer Kraft gesetzt. Damit ist er quasi im Leerlauf. Ja, dann ist er quasi im Leerlauf. Ja. Und du erinnerst dich, wenn er nicht richtig hinten festgeschraubt ist, weil er sich mit der Zeit rausgezogen hat, dann läuft er weiter, ne? Dann läuft er weiter. Ja, und das kann dann auch schon mal genau zu dem führen oder noch schlimmer, es wäre ein gebrochenes Handgelenk. Das hat man bisher noch nicht gehabt. Nee. Wo wir nur darauf achten müssen, zeig mal hier die Schneidplatte. So, vorher, nachher. Und das Nachher, das ist nicht sehr lange beim Boden, ne? Nicht bei dem Boden hier. Also von den Dingern sollte man auf jeden Fall wirklich mal ein paar in der Schublade haben. Die kann man zwar einmal wenden, aber wenn die Seite so aussieht, dann ist sie eigentlich wirklich durch. Ne? Also neu gebraucht. Und auch wirklich immer darauf achten, dass man ab und zu auch mal die Schräubchen ersetzt. Da ist ich einfach auch so 10 Stück auf Halde hingelegt. Das ist immer ganz praktisch. Und die kann man nämlich mit dem Werkzeug rausschrauben. Was dann natürlich nicht mehr geht, wenn die Spitze abgebrochen ist. Ja, Bohrer relativ easy. Mhm. Ihr habt ja gesehen, der ist bei uns im Einsatz hinten gewesen. Anziehen wie eine Motorsäge. Dann knattert der schnell los. Immer guten Sprit verwenden. Mhm. Was gibt es sonst noch zu sagen, Winnie? Was braucht es denn den hier? Ja gut, ich meine, safety first, ich trage immer ganz gern den Kerl. Was ist los? Es gibt Essen. Gebet. Essen! Ja, ein Satz noch zu den Bohrern, Winnie. Also wir haben uns hier für einen 150er entschieden, weil das ist so das Universalteil, ne? Genau. Ist auch noch ein Preis, den man sich leisten kann. Und ja, so 60 cm, 70 cm etwa, dann wird es schon hakelig. Also muss man schon aufpassen. Ja, 150 der Durchmesser, das ist unser Universaldurchmesser. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass wir irgendwie so 5-6 Löcher gebohrt haben. Die sind dazu da? Ja, damit man es dann beim Spatenstechen ein bisschen einfacher hat, ne? Warum schneidet man denn die Wurzel ab? Naja, ich würde sagen, damit die Nebenwurzeln eben entstehen können und der Baum damit ein besseres Fundament hat. Ne, die Wurzeln sind ja eben das Fundament des Baumes, dass er nicht beim nächsten Windstoß umfällt und ihn halt eben auch mit Mineralien versorgt. Und da haben wir auch noch einen Tipp für euch, bevor ihr den Baum einsetzt, schaut, dass ihr so ein Drahtgitter, so eine Art Maschendrahtzaun in das Aushubloch einbringt. Einfach wegen den Wühlmäusen. Also die Wühlmäuse, die sind schon echt aktiv in so einem Acker und die können die Wurzel anknabbern. Das wollen wir natürlich nicht, weil der Baum sonst absterben könnte. Deswegen baut euch so eine Art Flechtkorb aus Maschendraht. Den setzt ihr dann unten rein, da kommt das Wurzelwerk rein. Und keine Sorge, das Wurzelwerk, das drückt sich irgendwann durch den Maschendraht durch. Das macht ihm eigentlich gar nichts aus. Aber die Wühlmaus kommt nicht rein und kann den Baum dementsprechend dann weniger oder gar nicht schädigen. So. Wenn der Baum im Loch sitzt und ihr etwas Erde draufgegeben habt zur Stabilisation, ja, erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Also da wird eben Wasser auf das Wurzelwerk geschüttet und das macht man deswegen, damit die Erdverbindung eben auch an die Wurzeln eben klappt. So, ist der Baum dann eben eingegraben, da kommen auch schon die Stützen dran. Die Stützen, das sind einfach ganz normale Holzstützen und die sollen den Baum später dann eben vor zum Beispiel Sturm oder eben krassem Wetter schützen und ihn dementsprechend halt auch stützen. Genau, Stützen und Stützen.
Deswegen, damit das auch eine Verbindung entsteht, benutzt am besten einfach ein Kokosseil, mit dem ihr den Baum an der Stütze dann auch wirklich festbinden könnt. Du hast ja jetzt gerade die Pfosten reingeschlagen, ne? Für was macht man jetzt das hier drum? Damit man diese hässlichen Pfosten nicht so sieht. Aha. Weil die Pfosten sind nämlich hässliche Pfosten, schöner Baum und hässlich überwiegend. Deswegen mache ich den Schutz da außen rum. Innen drin können dann die Meinzelmännchen können dann arbeiten. Also wir haben jetzt hier die Pfosten dran gemacht zur Stabilisation der Bäume. Die sind jetzt schön verkleidet. Aber für was ist diese Verkleidung denn noch da? Wir hier im Spessart sind Hirschgebiet und der Hirsch tritt auf die Weide aus und beginnt Bäume zu schälen. Bast wird abgeschält, Baum geht ein. Und damit das nicht passiert, gibt es einen Verbissschutz und den haben wir jetzt gerade eben dran gemacht. Genau. Und der ist nicht aus Plastik? Der ist Öko. Der ist Öko. Der ist Öko. Sehr gut. Nachhaltigkeit. Dann ging es ab zur nächsten Wiese, solange es noch hell war. Und das ist die Streuobstwiese, die kennt ihr vielleicht auch schon aus den anderen Videos von zum Beispiel der Apfelernte. Und die ist zwar wirklich wunderschön und es stehen auch schöne Apfelbäume drauf, aber auch hier müssen wir echt mal wieder aufforsten. Die alten Bäume vom Großvater sind langsam dem Tode geweiht und deswegen sagen wir auch hier Save the Planet und pflanzen dort verschiedene Apfelbäume. Auch dort werden sie exakt wie auf der anderen Wiese mit Wasser begossen, vorher der Korb reingesetzt, vorher die Wurzel angeschnitten, dann kommen sie rein, Erde oben drauf und dann kommt eben die Stütze rein. Die wird nicht per Hammer oder per Hand in den Boden gekloppt, sondern dieses Mal mit Hydraulikkraft. Schaut selbst, Leute, sieht mega cool aus. So macht man Pfosten rein, wenn man das richtige Werkzeug hat. Genau so. Am Ende kam dann noch die Birnwiese dran. Die liegt am Wolfsgraben. Da kann man sich den Wolf graben. Und da haben wir 4 Stück eingesetzt, 4 Birnenbäume. Bevor die Sonne unterging, haben wir denen auch dann wieder Wasser gegeben. Die kamen auch in den Korb rein. Bissschutz kam dann noch drum. Und dann hieß es Feierabend. Geschafft für heute. Und denkt dran, Leute, mit dem Video oder auch mit solchen Videos versuchen wir euch eben einfach nur die Dinge mitzugeben, die ihr für eure Nachwelt zum Beispiel noch festhalten könnt und auch dementsprechend die Werte einfach weitergeben könnt. Es hat zwar nicht jeder mehrere tausend Quadratmeter Land zu Hause, aber jede einzelne Pflanze, die ihr da draußen pflanzt und euch dann eben auch darum kümmert, da könnt ihr wirklich ein ruhiges und gutes Gewissen haben, etwas Gutes geschaffen zu haben, etwas Gutes geschafft zu haben vor allen Dingen. Und deswegen ist unser Motto, macht doch einfach mal selbst. Probiert es doch einfach mal aus, egal ob ihr eine Zimmerpflanze zu Hause habt oder große Obstbäume auf der Wiese, ihr tut was Gutes. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sagen jetzt schon mal ciao, wünschen ein schönes Wochenende und tschüssi.